So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, geht es heute wieder um Sorgenfresser-Sammelfiguren. Das sind diese Tütchen, die ich ja schon mehrere Tütchen geöffnet habe. Habe ich mir jetzt ein sogenanntes Display oder Karton gegönnt. Und warum? Weil ich endlich alle meine 10 Figuren zusammenkriegen will. Und weil ich ja immer wieder ab und zu mal Pech gehabt habe, wo die unterste Platte an Fuß abgebrochen war. Hoffe ich, dass ich mit so einem Karton jetzt richtig liege. Die Tütchen liegen trotzdem immer noch bei 2,99 €. Das ist ein sogenanntes Display oder Karton. Und ob ich da jetzt mehr Glück drin habe, das schauen wir uns jetzt mal an. Den habe ich mir online bestellt. War er günstiger, deswegen ist er ein bisschen zerknickt. Es gibt hier in dem Display 16 Tüten drin. So, da drinne ist, oh, Sorgenfresser Karton, Werbung, welche 10 es gibt, werde ich jetzt nicht richtig, oder doch, stecke ich jetzt richtig zusammen. So sieht er aus, der Karton, wenn er zusammengesteckt ist. Und jetzt öffnen wir mal die Tütchen, um zu schauen, wie viel Glück ich habe. Packen wir mal in die Mitte rein. Erste Tütchen. Typische Werbung mit die beiden Zettel, die man hier ausfüllen kann und in den Kopf stecken. Wie ihr seht, ist hier der Fuß dran. Erste Sorgenfresserfigur. Fuß ist auch dran. Zweite. Ja, so kann es weitergehen. Ich glaube, wenn man sich dann Display oder Karton gönnt, gleich mehr. Oh, da ist der Fuß jetzt ab, aber der Pin ist heile. Das bedeutet, auch dieser Sorgenfresser ist heile. Nächste. Ich habe mich an die kleinen Sorgenfresser dran gewöhnt. Ich wollte sie unbedingt jetzt vollständig haben. Oh, hier ist ein dicker, wie ihr seht. Aber leider der Fuß kaputt. Bestimmt, weil er zu schwer war. Nein, Scherz beiseite. Ist die Tüte bestimmt nur eingeknackst oder sonst was. Muss ich also den ersten kleben. Der ist auch heile und schon doppelt. Es sind ja 16 Tüten hier drin und 10 Figuren gibt es noch. Eine werde ich noch aufmachen. Dann habe ich 7 Stück geöffnet. Dann ist meine Lieblingsvideozeit wieder vorbei. Und die anderen werde ich dann nach und nach öffnen vor die Kamera. Ist diese Figur, den es auch als König gibt, mit, wie ihr seht, auch kaputt, muss ich auch kleben. Also, das waren jetzt meine ersten Sorgenfresser, die ich drin hatte. Besonders der dicke, den habe ich noch nicht gesehen. Sieht richtig knuffig aus. Also, das sind meine ersten Figuren aus dem Display. Weitere Folgen natürlich. Wenn ihr Spaß dran habt, postet mir, ob ihr sie auch sammelt. Auf jeden Fall posten. Und wo ihr so ein Display günstig und bequem bestellen könnt und vor allen Dingen sicher, werde ich unter ein Video verlinken und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.